Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen The Legend of Zelda Breath of the Wild weiter. Und ich will einfach mal gucken, was passiert, wenn ich den Stein hier runterschiebe. Und bitte. Achtung, Stein fällt. Oh, naja, gut. Okay. Der kullert. Der ist jetzt vielleicht irgendeinem Tier oder so auf den Kopf gefallen. Man weiß es nicht genau. Wir gehen mal kurz gucken, wo er jetzt hingefallen sein könnte. Halt, Moment. Nehmen? Hä? Was war denn das? Was war denn das? Sieht aus wie eine Eidechse oder so, aber im nächsten Moment ist sie auch schon wieder verschwunden. Was war das? Okay. Vielleicht so eine Art Chamäleon oder so. Sieht man den Stein jetzt noch? Hallo? Stein? Stein oder nicht Stein? Das ist hier die Frage. Ist er das da vorne? Wir haben jetzt leider nicht Kullern sehen, deswegen. Er wird es wohl da vorne sein. Ich glaube nicht, dass er einfach nur verschwunden ist. Das wäre sehr lame. Oh, guck mal, was hier ist. Oh, guck mal, wer da ist. Ich hab Lust auf Äpfel. Äpfel. Upsa. Okay. Das ist so ein bisschen wie der erste Mensch. Aber egal. Okay. Äpfel. So. Wo ist Apfel? Da. Ein Apfel. Eine in Hyrule sehr verbreitete Obstsorte. Man kann ihn wunderbar roh essen, aber durch Kochen wird seine Heilkraft erhöht. Okay. Aber so ein roher Apfel, der ist doch vollkommen in Ordnung. Guckt euch an, wie saftig rot der ist. Das sieht doch wunderschön aus, sieht das. So, den da oben möchte ich auch noch. Hoppla. Apfel? Apfel. Wo bist du hingefallert? Hier bist du hingefallert. Oh, da hinten und da und dort und. Oh, hier kann man sich überall umgucken. Okay, aber gehen wir erstmal zum alten Opa. Hi, wer bist du? Oh, was liegt denn da? Hi, Opa. Ho, ho, ho. Sieh an, Gesellschaft. Dabei hatte ich mich gerade an die Einsamkeit hier oben gewöhnt. Wiedersehen. Ja, nee. Wer bist denn du? Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich? Oder fragst du nur aus Höflichkeit? Letzteres. Ich bin ein alter Sonderling, der schon seit Ewigkeiten allein hier in der Gegend lebt. Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Wiedersehen. Wo sind wir? Eine Frage mit einer Frage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was sich gehört. Aber vielleicht ist es Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Okay. Oh, wow. Du bist ja größer als gedacht. Dam, 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 dam. Ja. Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist hier alles verfallen. Du siehst es ja selbst. Keine Menschenseele mehr, weit und breit. Ist natürlich eine perfekte Ausrede, damit man bloß keine NPCs erstellen muss, aber egal. Nun denn, ich werde wohl noch ein Weilchen hier sitzen. Komm ruhig zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Okay, danke, alter Mann. Darf ich das hier nehmen? Röstapfel. Über offenem Feuer gerösteter Apfel. Süß und lecker. Wenn du ihn isst, füllt er Herzen auf. Hey, das ist mein Röstapfel. Entschuldigung, der lag einfach so in der Gegend rum. Hohoho. War nur Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie köstlich. Okay. So, interessante Frage. Wie kann ich Äpfel rösten? Proviant, Materialien. Ich nehme einen Apfel in die Hand. Und dann packe ich ihn hier ins Feuer. Und dann ist er noch kein Röstapfel. Wie funktioniert das? Apfel in die Hand. Brauche ich erst irgendwas Bestimmtes? Oder. Au! Okay. Das ist. So sollte man das jedenfalls nicht tun. Okay.
Hätten wir das dann schon mal begriffen? Hui! Aber... Okay. Röstapfel. Huh, in Flammen aufgegangen. Ein gut durchgebratener Röstapfel, offenkundig. Alles klar, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das tatsächlich so sein soll. Ich will mal was anderes ausprobieren. Was passiert denn, wenn ich so einen Pilz hier so ans Feuer lege? Hyrule-Pilz. Ah, jetzt ist irgendwas aus ihm geworden. Ein Röst-Hyrule-Pilz. Ein Hyrule-Pilz ohne Gewürze oder andere Sperenzien geröstet. Schmeckt immerhin besser als roh und füllt auch mehr Herzen auf. Aber das ist doch nicht richtig so, oder? Man kann sich doch bestimmt... Also entweder es gibt noch irgendeine Kochvorrichtung, oder ich finde einfach den richtigen Knopf nicht, damit ich über dem Lagerfeuer was richtig Schönes machen kann. Aber, na gut, okay. Ich nehme das erstmal so hin. Es funktioniert ja auch so. Passt schon. Fackel. Du kannst sie anzünden, indem du sie ins Feuer hältst. Wenn du sie wegsteckst, erlischt sie und muss erneut irgendwo angezündet werden. Was gedenkst du denn mit dieser Fackel anzustellen? Als Waffe verenden, anzünden? Sag ich nicht. Wie du willst. Es kann jedenfalls nicht schaden, wenn du sie mitnimmst. Hier tummelt sich nämlich das ein oder andere Monster. Vielleicht kannst du sie dir damit vom Leib halten. Aber ich hoffe, du fuchtelst nicht wild damit herum. Du musst genau auf die Bewegungen deines Gegners achten. Ziel erfassen. Nahkampf hilft es, Gegner anzuvisieren. Okay. Krieg ich hin, alter Mann. So. Fackel. Fackel. Ah. Cool. Gut. Damit habe ich jetzt meine Fackel. Am helllichten Tag sieht das jetzt nicht so imposant aus, aber egal. Und eigentlich müsste es doch so sein? Ja, genau. Okay. Ist das jetzt so gut oder nicht gut? Okay, gut. Es war, ja, alles klar. Ich stecke das ganze vergessene Plateau in Flammen. Ich will die Welt einfach brennen sehen. Ah! Wusch, wusch, wusch. Okay. Ich bin der Herr über das Feuer. Gut. So. Ist es jetzt aber tatsächlich so gut oder ist es nicht gut? Ah. Wir haben jetzt gerade die Temperaturanzeige unten rechts gesehen, beziehungsweise ich habe sie gesehen. Es ist ein bisschen wärmer geworden. Ein bisschen. Na gut. Schön. Wie stecke ich das wieder weg? Vielleicht, indem ich so mache oder so. Ach so, oder ich kann so machen. Was denn du? Hallo? Was willst du? Was machst du da? Ich mach's mir am Lagerfeuer gemütlich, wie du siehst. Vielleicht röste ich mir gleich noch einen Apfel. Oder zwei. Die meisten Sachen werden nahrhafter und schmecken besser, wenn man sie vor dem Essen röstet. Okay. Ja, gut. Danke für den Tipp, Alter. So. Ich gehe dann mal weiter. Ich gehe dann... Oh, hier könnte ich... Siehst du, alter Mann? Ich brauche mir mein Lagerfeuer gar nicht mit... Also, dein Lagerfeuer brauche ich mir gar nicht... Hey, hör auf. Entschuldigung. Wollte ich nicht angreifen. Schön, dass du reagierst. Was willst du? Was machst du da? Ich mach's mir am Lagerfeuer gemütlich. Habba dabba dabba dab. Die meisten Sachen werden nahrhafter. Okay, wunderschön. Nein. Ich möchte... Ja, ich möchte bitte so machen. Ich möchte das Feuerchen hier mitnehmen. Und dann mir mein eigenes Lagerfeuer machen. Einfach so, weil ich's kann. Da-da-da-da. Bleibt das jetzt für alle Ewigkeit an? Holzfäller-Axt. Lieblingswerkzeug eines jeden Holzfällers. Damit fällt jeder Stamm im Handumdrehen. Lebt denn der alte Holzfäller noch? Holzfäller noch? Holzfäller noch? Lebt denn der alte Holzfäller noch? La 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 la. Oh. Ja, warum denn dann nicht? Und. Zack. Hauptsache. Zack. Wie wär's denn? Ah. Baum fällt. Cool. Sieht imposant aus, sieht mächtig aus. Und damit habe ich jetzt meinen allerersten Baum gefällt. Einfach so, weil ich es kann.
Kann ich das wirklich mit jedem Baum, naja, mit bestimmten, den Baum hier zum Beispiel kann ich bestimmt nicht fällen, oder? Doch, kann ich. Ich werd bekloppt. Was zum Geier. Ich hätte aber auch hochklettern können. Wie viel kann man in dem Spiel machen? Da muss es aber irgendwie ein Limit geben. Also bestimmte Bäume kann man bestimmt nicht kaputt machen. Das wäre einfach zu... Das wäre zu krass. Den großen hier. Den kriege ich nicht kaputt. Ja, nee. Was zum Geier? Was war das? Nehmen. Da war irgendein Tier oder irgendwie sowas in der Art. Ja, gut, nee. Also den ganz großen. Den kriege ich nicht kaputt. Aber ansonsten... Okay. Interessant. Ja, da ich jetzt hier sowas schon angefangen habe... Baum fällt. Dachte ich. Ah. Cool. Oh. Cooler, cooler. Cooler, cooler. Nicht runterkullern. Nö. Wir hauen mal... Ah. Ah. Ja, schön, wie das Holz hier zusammenfällt. Holzbündel. In dieser Form kannst du dein Lagerfeuer immer mit dir herumtragen. Nur anzünden musst du es noch irgendwie. Coole Sache. Okay. Meine eigenen kleinen Lagerfeuer, die ich so mit mir rumschleppen kann. Schon ganz kurz in die Tasche. Es gibt kein Gewichtslimit oder so, oder? Wahrscheinlich nicht. Also man kann vermutlich so viel mit sich rumschleppen, wie man will. Was ich jetzt aber nicht so schrecklich verkehrt finde, offen gesagt. Weil, gefällt mir besser. Da muss ich nicht auf irgendwelche Limitierungen achten oder so. Das passt dann schon. Okay. So, hier könnte ich noch einen Stein nehmen. Und... werfen, theoretisch. Cool. Ja, so auf normalem Wege gehen die allerdings nicht kaputt. Gehen die überhaupt irgendwie kaputt? Oh, da ist schon wieder so eine Eidechse gewesen, die aber schon wieder im nächsten Moment verschwunden ist. Was soll das mit diesen komischen Eidechsen? Boing. Okay. Boing. Boing. Hoppsala. Cooler, 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 cooler. Und der kullert er weiter. Moment. Das beobachten wir ganz kurz investigativ. Was passiert, wenn ich diesen Felsen... Was ist da unten? Ist irgendwas, was lebt? Es lebt, tötet das. Sind das Schlangen oder so? Sieht fast so aus. Hui! Ha! Fast getroffen! Was zum Geier? Nee, es sind keine Schlangen, es sind Eichhörnchen. Ich habe fast ein Eichhörnchen getötet. Okay, was für eine Leistung. Ich möchte mal auf den Baum hier hochklettern. Ist doch egal. Bin gerade erst aufgewacht. Ich kenne mich in dieser Welt nicht aus. Ich kenne die Geflogenheiten nicht. Ich darf tun und lassen, was ich will. Ist ganz einfach. Was zum Geier? Was? Nehmen? Ist es ein Vogelnest? Das macht man aber nicht. Also irgendwie Eier oder so aus Vogelnestern klauen. Wer bin ich denn? Na, wie gesagt, ich bin der erste Mensch. Ich darf alles. Ei. Ein frisches Ei, das sich oft in Vogelnestern oder Baumkronen findet. Es ist sehr nahrhaft und eignet sich hervorragend zum Kochen. Okay. Tut mir jetzt irgendwie doch leid. Verdammt. Mann, ich habe jetzt Mama Vogel um ihre Kinder betrogen. Verdammt nochmal. Na gut. Okay, sie wird's schon irgendwie verkraften. Keine Ahnung. Dup-di-dup-di-dup. Und was ist hier oben? Wenn wir hier heraufklettern, dann sehen wir nämlich, dass hier noch ein Nest ist. So, direkt den nächsten Vogel beklauen. Und hier können wir ein bisschen weiter gucken. Finde ich schön, dass das Blätterdach dann so ein bisschen ausgeblendet wird, damit man noch genauer gucken kann, damit man weiß, wo sich Link befindet und so. Dann fällt man wenigstens nicht so unbedarft irgendwie wieder runter. Apropos runter. Was stellt er sich denn unter runter vor? Ach, das stellt er sich unter runter vor. Okay, das ist ja cool. Nicht, dass er einfach so hüpft oder irgendwie sowas in der Art. Nö. Hoppla. Was? Irgendwas hat gegrunzt. Hä? Das hat gegrunzt. Hi. Wer bist du denn? Oh, du kleiner, süßer Schnuckliger. Lass mich raten, du bist eines dieser Monster, von dem der Alte gesprochen hat. So. Mal gucken, wie das schmeckt. Bam. Ha. Kannst du mal sehen, du. Du, was auch immer. Meine Waffentasche ist voll. Bockblinhorn. Natürlich, ein Bockblin. Horn eines Bockblin. Als Kochzutat ruiniert es jedes normale Gericht. Kochst du es jedoch zusammen mit Insekten ein, lässt sich Medizin daraus herstellen. Oh yeah. Medizin. Was für Medizin? Tränke? Roter Trank? Blauer Trank?
grüner Trank. Irgendwie sowas in der Art. Ja, meine Waffentasche ist voll. Aber gut, ich schleppe ja sowieso haufenweise Routen mit mir rum. Das wird ja nicht auf Dauer so bleiben. Aber vermutlich noch eine gewisse Zeit lang. So, da hinten ist direkt ein neuer Bockblin. Was ich aber mir eigentlich noch angucken wollte, ist genau das hier. Das hat nämlich so ein ganz klein bisschen meine Aufmerksamkeit erregt. Denn das, was da irgendwie so in der Mitte des Sees zu sehen ist, das wirkt verdächtig. Der See an sich kann man so stehen lassen. Hui! Hoppla. Ui, du hast mich entdeckt. Nanu, du bist ja gar nicht Maronus. Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krog, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib's ihm doch bitte zurück. Der Krog-Samen. Diesen kleinen Samen hat dir ein Krog geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Oh mein Gott, es gibt Items, die man in alle Ewigkeit sammeln kann. Sammle alle 100 Krog-Samen, damit du irgendwas bekommst, keine Ahnung. Es riecht etwas komisch. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an den verschiedensten Orten. Wenn dir irgendetwas auffällig erscheint, solltest du dort suchen. Das hat man übrigens in einem Trailer mal gesehen, dieses Versteck von dem Krog. Hoppla. Fischis. Große Fischis. Die ich mir einfach nehmen kann, mit bloßen Händen. Der Hyrule-Barsch. Gewöhnlicher Fisch, der sich in fast allen Gewässern Hyrules tummelt. Er ist auch roh genießbar, zubereitet füllt er jedoch mehr Herzen auf. Ah, man muss aber wirklich sehr, sehr... Ja, man darf sich für den Fisch quasi gar nicht bewegen, damit man ihn auf die Art und Weise einsammeln kann. Ansonsten, es gibt doch bestimmt sowas ähnliches wie eine Angel oder so, oder? Ah, da sieht man noch den Schatten übrigens von dem... Hallo, warum guckst du mir die ganze Zeit zu? Du siehst irgendwie seltsam und unheimlich aus, geh weg. Ich wollte zum Felsen hin. Und dann hier Flugsamond hochklettern. Wird's irgendwie... Doch, die Sonne geht unter, oder? Es wirkt zumindest so, als wäre es jetzt nicht mehr ganz so hell wie vorher. Okay, kann auch daran liegen, dass ich jetzt eben gerade noch im Schatten des Felsens da war, aber egal. So, hier wollte ich hin. Hallo? Habe ich etwa das Masterschwert gefunden? Naja, nicht ganz. Verrostetes Schwert. Vor langer Zeit hat dieses Schwert vielleicht einmal ein berühmter Kämpfer geführt, aber jetzt ist es so mitgenommen, dass es nicht mehr als ein paar Schläge aushält. Achso, die Waffentasche ist voll. Ja gut, aber das können wir korrigieren. Rute, ich werfe dich. Plutsch. Cool. Nein, halt. Ich wollte nicht. Nein. Ja, gut. Ich wollte jetzt nicht das Schwert wegwerfen. Gerade erst gefunden und dann wieder direkt weg damit. Ich hätte auch den Krog mal abwerfen können, aber na gut, egal. Was jetzt in dem Moment... Oh, guck mal. Ein Frosch. Ein Froschi-Frosch. Ja, ja, genau. Komm, schwimm zu mir, schwimm zu mir. Verdammt. Komm. Nein, nein, nein. Du entkommst mir nicht. Du entkommst mir nicht. Du nicht. Er entkommt mir doch. Mist. Mist, Mist, Mist. Da hätte ich gleich einen Frosch einsacken können. Wer weiß, wofür der gut ist. Eventuell kann ich damit dann Augentropfen herstellen. Der Glotzfrosch. Halt. Vielleicht. Das ist noch irgendwas, oder? Ach nee, das sind... Achso, die Frösche gehen auch... Warum verschwinden die Tiere so nach ein paar Metern? Das finde ich, das haben die Eidechsen gemacht. Die komischen Frösche machen das dann auch. Das wirkt ein bisschen strange. Wir können übrigens nicht tauchen. Also entweder das, oder mir fehlt einfach noch das... Ja, nee. Ich glaube, es gibt keine Möglichkeit momentan zu tauchen. Vielleicht gibt es später eine Möglichkeit. Zitadelle der Zeit. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Das weckt mein Interesse. Huppiduppidupp. Wenn das hier die Zitadelle der Zeit ist, ne? Dann müsst ihr ja eigentlich gleich nebendran... Oh, hi. Dann müsst ihr ja eigentlich gleich nebendran... Wie krieg ich dich denn am besten? Oh, du weißt nicht, wie du an mich rankommen sollst. Oh, du kleiner, süßer Schnuckelbuckel. Komm her. Ich hau dich... Au, zu Brei, dachte ich. Deine Rute zerbricht gleich. Deine Rute ist zerbrochen. Hilfe! Nein, nix! Du hebst deinen Knüppel nicht wieder auf. Bockblinhorn. Das war ein guter Treffer, den er da hingelegt hat. Der Bockstock!
Hiermit erschlagen Bockblinden ihre Beute. Dabei geht der Stock sehr schnell kaputt. Aber das ist ihnen dann auch egal. Okay. Ich würde furchtbar gerne meine, ja, Lebensenergie wieder ein bisschen auffrischen. Wofür haben wir denn die ollen Pilze? Ja. So. Gut. Okay. Ja, Zitadelle der Zeit. Da müsste direkt daneben dran ja eigentlich Hyrule Stadt sein. Aber da sich Hyrule sowieso in jedwedem Zelda-Teil immer wieder verändert, können wir damit nicht mit absoluter Sicherheit von ausgehen, dass das alles so seine Richtigkeit hat. Ist ja im Endeffekt auch egal. Was haben wir denn hier? Süß kleine Fässer. Oh, die Fässer, die ich meine. Die kann ich werfen. Nicht werfen? Doch werfen? Die gehen dann gar nicht kaputt. Holz für die Axt. Komm. Wow. Hat funktioniert. Oh, da war tatsächlich was drin. Grillgeflügel. Gegrilltes Geflügel entfaltet auch ohne Gewürze einen angenehmen Geschmack. Durch das Grillen wurde außerdem der Heileffekt verstärkt. Wer hat denn hier sein Grillgeflügel in die Tonne gepackt? Wahrscheinlich der alte Mann. So als Proviant. Wenn er hier durchs Land streift oder so. Dann hat er sich so irgendwie gedacht, okay, verberge ich überall mal mein Futter. Und ich klaue ihm jetzt einfach alles weg. Ist nicht gerade nett. Was bist du denn? Untersuchen. Antikes Zahnrad. Dieses Zahnrad stammt zwar aus einer uralten Maschine, aber sieht so aus, als wäre es erst gestern hergestellt worden. Unerklärlich. In der Tat. Das Ding sieht so aus, als würde es schon seit Jahrzehnten hier herumstehen. Na gut, seit Jahren. Aber... Na gut. Antikes Zahnrad. Also solche Geschichten erinnern mich dann wiederum so ein ganz klein bisschen an Skyrim. Die Dwemer-Ruinen. Die Ruinen der Zwerge. Wo man ja auch allerlei Technikkram irgendwie sich so angucken konnte. Und dann konnte man da auch Zahnräder finden und weiß der Geier noch alles, was man da finden konnte. Also das ist dann, naja. Ob das hier in eine ähnliche Richtung geht? Ich weiß auch noch gar nicht, was so richtig die Story ist. Wir müssen jetzt erst einmal herausfinden, so scheint es zumindest. Hoppla. Erstmal herausfinden. Ups. Wow. Oh, mein perfektes Ausweichen. Wow. Okay. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Es sah irgendwie cool aus. Deine Route ist zerbrochen. Was zur Hölle? Bockblinhauer. Diesen stumpfen Zahn hast du nach dem Sieg über einen Bockblin erhalten. Zusammen mit Insekten und Ähnlichem gekocht, lässt er sich zur Medizin verarbeiten. Was mir jetzt im ersten Moment direkt auffällt, also, es wird einem erstaunlich wenig erklärt, irgendwie so ein ganz klein bisschen, na gut, okay, klar, also es wurde so gesagt, hier, da kannst du übrigens Gegner anvisieren und so weiter und so fort. Was mir jetzt im nächsten Moment aber nicht so richtig klar war, war, wie kann ich ausweichen? Das musste ich jetzt erstmal selber eruieren. Ich habe die ganze Zeit irgendwie so auf den B-Knopf gehämmert, aber das ist Blödsinn. Mit dem X-Knopf kann man ja hüpfen, dementsprechend kann man so dann die Seitwärtsschritte bzw. eine Rückwärtssalto machen. So funktioniert das. Hier ist eine Truhe. Hallo Truhe, gib mir deinen Inhalt. Die Hylia-Hose. Oh mein Gott. Traditionelle Beinbekleidung in Hyrule. Der Stoff schmiegt sich weich um die Beine und ist gleichzeitig widerstandsfähig genug für Reisen. Klingt aber irgendwie so, ja, keine Ahnung, als wäre das, naja gut, nee, also von den Werten her. Verteidigungswert, es sind doch Verteidigungswerte, oder? 2, 4? Ich nehme an, das ist der Verteidigungswert. Der erhöht sich jetzt so minimal, aber Hylia-Hose klingt ja eher so wie, ja, das ist halt so das Outfit, mit dem der gängige Hylianer halt herumläuft. Und so wollen wir ja im Endeffekt vielleicht auch ein ganz klein bisschen herumlaufen. Jetzt haben wir wirklich nur, ja, also dieses kurze Hemd, ne, das müssen wir irgendwie bei Zeiten dann doch mal loswerden. Oder halt doch mit nacktem Oberkörper rumlaufen. Weiß nicht. Könnte man auch machen. Was soll's. So, Wichtiges. Hier waren die Krogsamen dann. Diesen kleinen Samen hat dir ein Krog geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Ja, gut, okay, das wissen wir ja. Zieh mal dein Hemd wieder an. Sonst wird's obenrum vielleicht doch ein bisschen kalt. Irgendwann, bei Zeiten. Hier sind wieder zwei so eine komische Fässer. Gucken wir mal. Flupp. Was zum Geier? Okay. Hallo, Wobbel.
Geh weg. Deine Route zerbricht gleich. Schleimgelee. Schleimpfropfen, der aussieht wie eine kleine Version der Kreatur, von der er stammt. Er ist instabil und kann durch verschiedene Elemente beeinflusst werden. Interessant. Cool. Okay. Wunderbares Schleimgelee. Wurf! Nix drin. Können also auch Gegner in diesen verdammten Fässern drin sein. Na gut. Hätte man sich ja fast denken können, aber egal. Um mal ganz kurz etwas zur technischen Seite zu sagen. Also ich spiele das Ganze ja logischerweise jetzt im Fernsehermodus der Nintendo Switch. Ich spiele das Ganze mit 720p. Und ja, ab und zu fällt es mir auf, und das wird euch vermutlich beim Anschauen des Videos dann auch auffallen, ab und zu hat man schon so ein paar kleine Hakler drin. Also man merkt, dass das Spiel nicht so hundertprozentig flüssig läuft. Das ist jetzt einfach nur eine Feststellung. Das ist jetzt noch kein... Ja, soll jetzt noch keine ausufernde Kritik werden oder irgendwie sowas in der Art. Das ist jetzt einfach nur eine Feststellung, die ich habe. Herzlich willkommen in der Zitadelle der Zeit. Oder so. Also ich könnte jetzt natürlich, ja, sagen, dass ich sowas noch nie gesehen habe. Aber das Ding hier, das ist doch eindeutig das aus dem allerersten Trailer, den man zum Spiel gesehen hat, oder? Nur ist das hier kaputt. Und das Ding, was einem im ersten Trailer verfolgt hat, das war sehr real und sehr vital. Antike Schraube. Diese Art Schrauben wurden offenbar in antiken Maschinen verwendet. Sie sind aus einem unbekannten Material und scheinen nahezu unverwüstlich zu sein. Ich find's erstaunlich, dass er aus diesen riesigen Apparillos immer genau eine Sache sich irgendwie herauspickt, die er interessant findet. Mal ist ein Zahnrad, mal ist eine Schraube. Ich glaube, wenn man da länger sucht, könnte man irgendwie mehr herausholen. Aber Link ist so ein, naja. Er weiß genau, was er will und was er nicht will und überhaupt und sowieso. Das ist dann schon einigermaßen richtig. Was haben wir hier hinten? Oh, Krüge! Blups. Blups. Oh, was zum? Holzpfeil mal 5. Die gewöhnlichste Form von Pfeilen. Jetzt auch im praktischen Fünfer-Set. Sie sind aus robustem Holz geschnitzt. Coole Sache. Okay, ich habe jetzt Pfeile. Wisst ihr, was ich übrigens so ein ganz klein bisschen vermisse? Eine Anzeige für Rubine. Gibt es Rubine im klassischen Sinn nicht mehr? Oder brauche ich tatsächlich vielleicht erst so etwas wie einen Geldbeutel oder so, damit ich überhaupt Rubine mit mir rumschleppen kann? Und vorher bekomme ich jetzt noch gar keine Rubine hinterhergeworfen? Eventuell. Und wenn ich mir das so angucke, will ich hier überhaupt schon sein? Oder mein Radar sagt mir auch, ich soll in eine ganz andere Richtung gehen, aber ist mir jetzt total Latte. Oh. Wir gucken uns einfach mal weiter um. Hi. Da war gerade... Wow. Okay, da wurde mir jetzt ja eigentlich angezeigt, was ich machen sollte. Hoppla. Oh. Tja, armer kleiner Kerl. Hast wohl deine Waffe verloren. Kommt er jetzt tatsächlich wieder hier hoch, oder? Denkt er sich so, nö, kein Bock mehr. Nee, die Feinde scheinen hartnäckig zu sein, also... Na gut, zugegebenermaßen, er hat jetzt ziemlich Kopfschmerzen bekommen, glaube ich. Willst du nicht erstmal deine Waffe suchen? Na, wo ist denn deine Waffe? Na, wo ist denn deine Waffe? Ja, wo könnte sie denn nur sein? Oh, was zum Geier? Okay, interessant. Er kann Steine nach mir werfen. Erfindungsreich sind sie ja. Die kleinen Süßen. Bockblinhorn. Kann ich jetzt... Ja, antike Schraube, diese Art Schrauben, bla bla bla. Ich kann tatsächlich bei all diesen Apparillos hier... Antikes Zahnrad. Ich kann mir jetzt hier... Ja, Sachen daraus holen. Was wir dann einfach mal tun. Ah, da war schon wieder dieses... Was soll das? Für einen kurzen Moment, also man muss euch mal sagen, die Soundkulisse von diesem Spiel, die ist halt momentan echt minimalistisch. Wir haben es hier mit ganz normalen Hintergrundgeräuschen zu tun. Halt, man hört irgendwelche Vögel, man hört irgendwelche Insekten, bla bla bla. Da mutet es tatsächlich schon ein wenig... Wow, hier haben sie aber ganze Arbeit geleistet. Da mutet es schon ein bisschen seltsam an, wenn man dann plötzlich... so etwas Ähnliches wie richtige Musik hört. Und die Musik, die wir hier hören, die will immer für einen kurzen Moment kurzzeitig erklingen und dann im nächsten Moment ist schon wieder weg. Ich weiß es nicht genau, was daran liegt, dass ich so blöd hier rumlaufe.
Weil das lag jetzt auch nicht daran. Ich befinde mich ja jetzt eindeutig in der Zitadelle. Daran lag es jetzt auch nicht. Das klingt immer so, als ob da was angeteased wird. Was dann im nächsten Moment aber nicht kommt. Und das hier wirkt im ersten Moment wie eine Art Grabstein oder irgendwie sowas in der Art. Aber das war vermutlich mal irgendwas anderes. So, was kann man denn hier... Was kann man denn hier? Oh, hier kann man Holzpfeile fallen. Mehr Holzpfeile? Mehr Holzpfeile für den Hering, hätte ich fast gesagt. Nee, für den Link. Darum muss ich mich erstmal gewöhnen. So, okay, alles klar. Wir müssen zu einem Ende kommen. Stelle ich gerade mal so fest. Ah, Bogen-Items. Alles klar. Ja, wir müssen zu einem Ende kommen. Erstmal richtig den Knopf finden. So, was sich in der Truhe dorthin befindet und wie es überhaupt so weitergeht und überhaupt und sowieso, das erfahren wir dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ich sag für den Moment jetzt aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.